Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Breath of Fire 2. Und wir machen uns im Moment ja auf Welterkundungstour und schauen uns noch ein bisschen um, wo wir noch nicht waren. In der Hoffnung, dass wir noch irgendwie was finden. In der Hoffnung, dass ich noch irgendwo etwas Neues finde, bevor ich dann wirklich in das Gebiet gehe, wo ich wahrscheinlich die letzten Kämpfe machen will. Ich muss sowieso ja noch ein paar Schamanen-Kombos. Ah, hier war ich noch nicht. Erledigen. Hier muss ich ja mit Stan hin. Ich glaube, ich war hier noch nicht. Gucken wir mal. So, was war, wen haben wir hier? Ah, eine Frau. Ey, sprich mit mir. Seffi. Was haltet ihr von einem Tresorraum? Dass hier etwas sicher aufbewahrt werden könnte, was woanders verloren gehen würde. Hört sich echt gut an, finde ich. Okay. Auch nicht schlecht. Der Abstecher hat sich nicht gelohnt. Okay. Gut, dann werde ich noch meinen Abflug machen. So, weg hier. Und go. Na, jetzt muss ich noch mal gucken. Wo kann ich noch? Das ist der Wald, da war ich ja schon. Da ist die Insel. Hier kennen wir ja alles schon. Gott, wenn ich mir das hier alles so angucke, ey, das bringt sehr viele Erinnerungen mit sich. Ich überlege gerade, war ich hier schon mal? Also hier war ich wohl kaum. Mal schauen, was auf dem Schild steht. Hast du dich in einen Frosch verwandelt oder seid ihr geflogen? Wir sind geflogen. Krasses Schild. Okay. Ich denke mal, diese Videos werden jetzt wahrscheinlich etwas uninteressanter für euch. Aber ich will halt gucken, welche Gebiete ich hier noch nicht gesehen habe. Und die will ich euch halt auch nicht vorenthalten. Wenn ich ehrlich sein soll. So, wollen wir mal hier unten gucken. Da haben wir eine Höhle. Das hier ist die Höhle, wo wir gegen Barbaroy gekämpft haben, ganz am Anfang. Und hier ist unsere Heimatstadt, wo der Wald ausgerottet ist. Garte. Ich überlege gerade, soll ich mal in diese Höhle hier reingehen? Hier oben die? Mal schauen. Nee, ich gehe hier raus. Ich gehe hier noch nicht rein. Da habe ich noch ein bisschen Angst vor. Eventuell ist das sogar eine Höhle, die ich dann noch betreten muss. Und das will ich noch nicht machen. Okay. Jetzt muss ich noch nach links fliegen, aber ich glaube, da habe ich auch schon alles abgeklappert. Aber ich kann ja trotzdem mal gucken. Ja, da ist der Hexenturm, den kenne ich auch noch. Burg Sima. Wow, hier ist der Wald, wo Tapeta gefunden wurde und wo wir ihn entflucht haben. Oh ja, dieses Restaurant war auch genial, wo wir die Schnippfähigkeit bekommen haben am Ende. Wow, das ist so genial, nochmal sich an die ganzen Sachen hier zurückzuerinnern, was man hier alles schon erlebt hat. Haben wir hier noch irgendetwas? Eine Hütte? Ich glaube, da war ich schon. Aber ich gucke trotzdem nochmal rein. In der Hoffnung, dass ich da etwas finde. Okay, hier wohnt keiner. Ich glaube, das war sogar eine Person, die ich in unsere Stadt geführt habe. Vermute ich jetzt mal. Kann auch sein, dass ich mich gerade irre. Aber in solchen Fällen irre ich mich eigentlich nicht. Naja. So, schauen wir mal. Wo war ich jetzt noch nicht? Ja, wie gesagt, diese Folgen können jetzt wahrscheinlich etwas uninteressanter für euch werden. Also, wenn ihr diese Folgen wegklickt, wäre es eigentlich nicht so schlimm. Aber ich kann euch schon mal so viel sagen, im nächsten Video wird es wohl wahrscheinlich weitergehen, weil ich mache jetzt nur diese beiden Videos hier so. Hier kann man hin. Probiere ich mal aus. Ah, okay, geht sogar. Ist das der Baum? Gandalf? War das echt Gandalf für der Baum hier? Echt? Wobei... Moment, brauche ich Aspara? Moment mal, jetzt muss ich gucken, war es wirklich Gandalf, der Baum? Ne, der war da oben. Okay, dann ist das ein anderer Baum. Dürfte interessant sein, was sich hinter dem Baum verbirgt. Werde ich mir mal merken, bei dieser Brücke hier. Ich glaube, da wechsle ich mal kurz die Party. War hier eine Drachenstatue bei Daisy's Feld? Ich glaube schon. Dann mache ich das mal schnell. Oh Gott. So, komm. Party wechseln. Diesmal nicht speichern, gruppieren.
Okay, das heißt, ich nehme mal Boch, Rand und... Obwohl, warte mal. Boch, Nina und Aspara mit. So. Und mal schauen, was da passiert. Okay. Nina wieder an die Front. Und auf geht's. So, jetzt muss ich links oben, war das, oder? Ja, hier. Landen. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwas machen können mit Aspara. So. Oh, Tatsache. Wenn sie viele Geschenke erhalten, fühlen sich die Leute von Amanda gut. Dann bringen sie wiederum viele verschiedene Gaben zu mir. Also wenn ihr mal nach Amanda geht, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Spart nicht an den Geschenken. Okay, was auch immer du damit meinst. Wir sollen also bei Amanda noch mehr spenden, oder wie? Okay, als hätte ich nicht schon da genug gespendet. Wobei, es sind gerade mal 2000 Seni, die ich da gespendet habe. Naja, mal schauen, vielleicht weiß einer, was das zu bedeuten hat. Ob sich das lohnt. Mehr will ich nicht wissen. Wenn sich's lohnt, dann mache ich das noch mit den Spenden. Falls nicht, lasse ich's. So, dann will ich jetzt wieder die Party umändern. War jetzt nur zu gucken, was dieser Baum hier sagt. Weil nur Aspara kann mit Bäumen sprechen. Rand und Nina, so. Gut, habe ich wieder die alte Party bei mir. Und verschwinde von ihr. Okay. Nina muss wieder nach vorne. So. Gut, mal gucken, wo kann ich noch hin? Gott, die Welt ist echt groß und... Ich glaube, ich habe jetzt eigentlich schon alles einmal besucht. Moment, hier unten haben wir noch eine Hütte. War es die Hütte, wo Tiger wohnte? Yep, okay, hier brauche ich auch nicht mehr hin. Tiger ist ja leider gestorben. Das heißt... Schade eigentlich drum. Ja, hier unten ist diese Bandokirche. Okay. Ja, ich wüsste jetzt auf jeden Fall kein Gebiet mehr, was ich noch nicht... Oh doch, ein Gebiet wüsste ich noch, wo ich noch nicht war. Ich glaube, da fliege ich jetzt mal kurz hin. Und zwar hier war ich noch nicht. Ah, hier ist noch so ein Baum. Okay, landen wir mal. Und schauen mal in diese Hütte hier rein. Oder was auch immer das ist. Oh, cool, Waffenhändler. Hallöchen. Willkommen im Waffengeschäft. Na, mal schauen, was bietest du mir an? Messingdolch. Ups, das wollte ich nicht kaufen. Nee, bringt sogar weniger. Nee. Das ist alles ältere Rüstung. Da brauche ich nicht, okay. Schade. Gut, dann gucke ich mal, hier ist eine Drachenstatue. Da könnte ich rein theoretisch speichern, mache ich aber nicht. Da gibt es normale Items. Was ist hier drin? Ah, hier ist ein Inn. Okay. Mit Klimaanlage, auch nicht schlecht. Gut, also hier ist auch nichts Interessantes. Was haben wir hier? Okay, da scheint wohl so eine Art Fabrik zu sein. Hallöchen. Kalaschnikow, okay. Ich denke über alle möglichen Arten von Waffen nach. Oh, und wenn ihr Aichichi sucht, die müsste in ihrem Zimmer hinter den Bücherregalen sein. Ah ja, okay. Ah, hallöchen. Oh, ein Kunde! Ich bin die Technikerin hier. Kann ich euch irgendwie helfen? Nun, es ist nicht so, dass ich mich hier verstecken würde. Ich muss nur über eine Menge und nachdenken und alleine sein. Zum Beispiel darüber, ob ich eine Maschine bauen kann, die fliegen kann. Meine Güte, ich schweife schon wieder ab. Tut mir leid, warum ging es doch gleich? Okay. Maschine. Das andere könnte ich ja auch nehmen, aber nö, mache ich jetzt nicht. Oh ja, Maschinen sind wunderbar. Kaltes, glitzendes Metall, präzise Bewegungen, absolute Effizienz. Dieser Sound und der Geruch von Öl. Wow. Das bringt mich voll auf Touren. Oh, entschuldigt bitte. Aber wenn es um Maschinen geht, werde ich immer schnell leidenschaftlich. Was? Da ist eine Maschine unter deiner Stadt? Die du noch nie gesehen hast? Oh, bitte lass sie mich anschauen. Ich habe den richtigen Weg gefunden. Oh, das ist so aufregend. Ist sie jetzt mit uns, oder?
Achso, oh, bitte lass sie mich anschauen. Okay, wie mache ich das jetzt? Na super. Aber immerhin weiß ich jetzt schon mal wahrscheinlich, wie es weitergeht. Unter unserer Stadt befindet sich eine Maschine. Interessant. Gut, immerhin habe ich schon mal einen neuen Weg gefunden. Na gut, Leute, dann würde ich jetzt auf jeden Fall mal sagen, machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, werde ich mal gucken, dass ich die Charaktere noch ein bisschen hochlevel und die Schamanen-Kombos mal durchführe. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.